Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Markteröffnung live aus einem Frankfurter Trading Floor. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und natürlich von hier, dass wir das Webinar mit dem Team von Traders Talk und mit Vango machen dürfen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Der Vango hat ja schon losgelegt und wir müssen aber trotzdem einmal kurz den Risikohinweis besprechen. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon müssen Sie natürlich Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Der Vango hat mir vorab eine Datei, die PDF, die kurz zu sehen war, schon rübergeschickt. Ich habe das jetzt hier schon hochgeladen. Das heißt, Sie haben jetzt auch Zugriff rechts in dem Panel unter Unterlagen, können Sie die Datei entsprechend herunterladen. So, Vango, jetzt kannst du sehr gerne loslegen. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Genau, also jetzt nochmal von meiner Seite aus, jetzt muss ich selber nochmal den eigenen Squawker leiser schalten, genau, der redet hier ununterbrochen. Also, schönen guten Morgen, jetzt nochmal von meiner Seite aus, ich bin der, mal schauen, Teilnehmer, jetzt sehe ich nach wie vor nicht, dass, wird auch Das das Bild richtige noch Bild nicht. übertragen. Nee, noch gar nicht. Jetzt, So, deine jetzt aber. Webseite. Genau, jetzt haben wir das richtige Bild. Also nochmals, ich bin der Wango von Traders Talk. Wir kommen oder betreiben Börsenhandel, hauptsächlich Future-Handel, schon ja, die meisten von uns über 20, 25 Jahre und bieten auch verschiedene Dienstleistungen an, Coachings, Internships, Workshops hier. Wir haben jetzt auch einen Praktikanten hier im Trading Floor oder auch im Trading Floor bei uns hier in Frankfurt im Büro. Der jetzt 3 Monate bei uns ja hoffentlich hier das Richtige und Notwendige lernt. Squawkbox, das was wir hier als Traders Talk Squawkbox anbieten, ist hat Einzug gehalten vor 20, 25 Jahren in die Handelsfloors und ist nicht mehr wegzudenken. Worum geht es da? Es geht eigentlich darum, dass man börsentäglich durch den Markt begleitet wird, insbesondere nichts Kursrelevantes oder mögliches Kursrelevantes verpasst, was Konjunkturnachrichten, was Rumors, irgendwelche Events angeht, was irgendwelche Kommentare angeht. Hier gibt es von uns als Add-on Analysen. Das Ganze macht hauptverantwortlich hier der Kollege Alex Meyer. Das ist hier dieser junge Mann, also wer sich hier dafür begeistern kann und uns mal testen möchte, kostenlos und unverbindlich. Der wird jeden Tag, also jeden Börsentag ab 8 Uhr den Alex und mich im Kommentar dann auch sehen. Der Alex macht hauptsächlich die News und die Analysen. Bei der Squawkbox geht es darum, nichts Marktrelevantes zu verpassen, immer bestens informiert zu sein in Realtime und dann auch für sich entscheiden zu können, handle ich darauf aktiv oder auch nicht, weil das aktiv darauf handeln, auf irgendwelche News, auf irgendwelche Konjunkturdaten können die wenigsten. Wichtig ist aber, weil wir das immer wieder hören, ja, ich handle aber nicht auf Nachrichten. Es geht darum, dass man über alles informiert ist und zumindest mal weiß, wieso was gerade am Markt passiert. Ja, das ist so die, ja, das Wichtige an so einer Squawkbox. Wie gesagt, wir nutzen das. Wir haben zwei verschiedene Squawkboxen, eine aus England, eine aus den USA, die wir parallel nutzen. Genau, das sind so die Kollegen hier von uns. Wie gesagt, der Alex Meyer, der dann werde ich hier mal ein bisschen über uns informieren möchte. Das ist hier, das bin ich, genau, auf www.traderstalk.de finden Sie oder ihr alles Wissenswerte um Traders Talk, wer wir sind, was wir machen, wo wir herkommen. Wie gesagt, wir kommen aus dem Handel, das ist auch unser Steckenpferd, Futures-Handel, wir können nichts anderes. Und genau, die Squawkbox ist einer von den Services, die wir nutzen. So, dazu gehört, wie gesagt, börsentäglich die Overnight News und damit fange ich jetzt an. Die PDF, die hat der Nelson schon eingestellt. Also, hier gibt es jetzt noch ganz kurz hier das Wichtigste hier zusammenzufassen, Overnight, was passiert ist. Ich gebe das mal so wieder. Also, nachdem sich jetzt die Befürchtung vom Freitag, nämlich eine Verschärfung der Nahostkrise nicht bewahrheitet hat, haben wir gestern ja, die Abschläge ein bisschen korrigiert, die wir jetzt seit Donnerstag, Freitag gesehen haben. Anleger etwas mutiger unterwegs und kaufen auf niedrigen Niveaus. Dabei störten auch die steigenden Renditen nicht. Also wir sind da
auf der Renditeseite. Und dieser Trend, der wird natürlich verstärkt auch durch die Renditen in den USA. Also da ist man vielleicht in den USA einen Ticken weiter, aber da sind gerade die Renditen nach wie vor sehr, sehr hoch. Und das sehen wir dann auch hier, wenn wir die Chartbesprechung machen, im europäischen Markt, insbesondere der Bund-Future, der uns natürlich interessiert. Also steigende Renditen haben gestern auch hier der leichten Erholung auf der Aktienseite nichts anhaben können. Insgesamt überwiegt aber weiterhin die Vorsicht. Ja, Abschläge vom Freitag hat man nur teilweise korrigiert. Gab gestern nichts groß an Nachrichten. Sprecher hier, der Harker von der Fed, sagte, dass die gegenwärtigen Zinsen in den USA beibehalten werden können. Aber das ist so der Tenor, den hört man sowohl aus den USA, aber auch immer mehr jetzt hier aus EZB-Kreisen, dass eigentlich die Zinsen da sind, wo sie eigentlich hingehören und dass die gerade in den USA, man hat kurzfristige und langfristige Zinsen, die sehr, sehr hoch sind und das sollte eigentlich ausreichen, um die Inflation in die richtige Richtung mittel- und langfristig zu bewegen. Und diesen Tenor kriegt man natürlich auch immer mehr jetzt hier von EZB-Seite auf. Also asiatischen Börsen haben den Rückenwind ein bisschen dankbar aufgenommen, aus den USA liegen oder lagen leicht im Plus. Ansonsten, was heute überwiegt ist, wir haben heute Morgen Zahlen gehabt aus England um 8 Uhr, Arbeitsmarktdaten und auch Löhne, die waren relativ moderat. Durchschnittseinkommen inklusive Bonuszahlungen ein Ticken leichter ausgefallen. 8,1 für den Monat August statt 8,3. Wieso ich das erwähne? Weil England nach wie vor wichtig ist hier gerade so, was die Marktteilnehmer angeht. Und wir immer wieder auch Reaktionen sehen, wenn da gerade hier, was Inflationszahlen angeht, irgendwas außer der Reihe da passiert. Da sehen wir oftmals um 8 Uhr, weil da kommen die meisten Zahlen aus UK, Bewegung bei uns. So, die Berichtssaison hat angefangen. Ja, drittes Quartal aus den insbesondere aus den USA und da schauen wir mal drauf, was da heute ansteht. Wir haben über Mittag dann 12.30 Uhr Bank of Mellon, das sind alles Zahlen, die bringen wir dann auch dann, wenn das dann ansteht und angekündigt wird, dann auch 12.30 Uhr Johnson & Johnson. Bank of America 12.45 Uhr, also Sie sehen da richtig viel, also genau was da heute kommt. Und dann Goldman Sachs um 13.30 Uhr, also die ganzen oder Finanzwerte machen weiter hier mit Quartalszahlen für das dritte Quartal. Wir haben dann an Konjunkturdaten, wie gesagt, die Arbeitsmarktdaten, die wir eben und auch die Lohnzahlen aus UK. Dann für uns eigentlich so das Main Event, ja, heute Vormittag, was Konjunkturdaten angeht, ZTW, der Konjunkturindex um 11 Uhr. Dann am Nachmittag, das ist so hier das Hauptevent, glaube ich, heute, das sind die Retail Sales, also Einzelhandelsumsätze aus den USA um 14.30 Uhr, dann um 15.15 Uhr Industrieproduktion mit der Kapazitätsauslastung und um 16 Uhr dann Lagerbestände. Also das sind die Overnight News und Unternehmensdaten, die heute anstehen und die wenigen Konjunkturzahlen. Und damit komme ich jetzt zum Markt und da fangen wir wie gewohnt. Wie gesagt, wir besprechen hier DAX, Eurostoxx, Bund und den S&P und in der Regel fängt man da mit dem DAX-Future an. Den schauen wir uns jetzt mal erstmal im Großbild hier auch als Tageschart an und sehen die Abschläge vom Donnerstag und auch vom Freitag, also hier oben, wo wir gedreht haben, da komme ich gleich nochmal im Stundenchart nochmal drauf zu sprechen, wo wir da gedreht haben, nämlich hier, was diese Bewegung angeht, dieses Hochtief, war das hier ungefähr die Minimalkorrektur, ein bisschen mehr als die 38% an Retracement da gemacht. Ja, wir schauen auch auf Fibos, gerade was so größere Bewegungen angeht oder impulsive Bewegungen, da kommen Fibos immer wieder zum Einsatz. Wichtig auf der Unterseite, aus dem Daily wird so der Bereich um die 160 sein, 159, 160, Sie sehen das hier, immer wieder auch Daily Lows hingeprintet, das war ein Langfristlevel. Und dann haben wir dann natürlich das Tief von letzter Woche, die 15.066 aus dem Daily Chart. So, die Detailanalyse, die erfolgt hier in der Regel im Stundenchart und den zeige ich jetzt. Also die Stunde im DAX zeigt uns folgendes Bild. Ich schiebe das mal ein bisschen zusammen. Nachdem wir oben gepiekt haben letzte Woche, wie gesagt, hier dieser Bereich um die Minimalkorrektur, also um das 38er Fibo von der kompletten Bewegung, oben 15.000 oder 16.000, doch was war das, und unten die 15.066. haben wir hier oben korrigiert und da gedreht.
Was heißt das, an einem 38er Fibo zu drehen? Das heißt, dass da noch Verkaufsdruck da ist. Und den haben wir gespürt am Donnerstag und auch am Freitag mit den Abschlägen. Die Levels, die uns heute interessieren, zunächst mal ist auf der Oberseite und da haben wir auch den Bereich um das Tageshoch 384, 363. Erstes mögliches Widerstandsband. Die Widerstandsbänder haben wir hier in rosa oder rot gefärbt. Und Unterstützung in grün. In der Stunde gelten natürlich so lange als nicht gebrochen, solange wir nicht bei einem Widerstand nicht drüber schließen, die Stunde, und bei einer Unterstützung nicht drunter schließen natürlich. Und gleiches gilt auch für M3, 3-Minuten-Charts. Das sind so die kleinste Zeiteinheit, die wir betrachten. Also, erstes mögliches Widerstandsband hier oben, die 383, 384, 363, 384, hier diese Zone. Sollte man das rausnehmen, das ist eine kleinere Hürde, dann kommt das wichtigere Widerstandslevel oder Band hier ins Spiel. Der Bereich 442, 472. Ne, 442, 472. Solange das hält hier, dann prallen wir hier ab. Sie sehen das, also hier haben wir Stundentiefs gehabt. Und hier nach dem Bruch hier am Freitag das Ganze auch im Setback nochmal verteidigt. Also seitdem ist dieser Bereich auch Widerstand, also 442, 472 übergeordnet hier Widerstandsband, bleiben wir hier hängen, sollten wir diese Zone hier auch wieder brechen können, um dann auf der Unterseite die 309 an den POC vom Freitag 286 und eventuell sogar das Tagestief von gestern um die 202 nochmal testen. Ja, also wichtig hier nochmal kleinerer Bereich, kleinere Widerstandszone hier 363, 384. Gehen wir da drüber, sehe ich zunächst mal Potenzial an die 442, 472. Bleiben wir hier hängen, dann droht das Ganze dann wirklich das gestrige Tagestief wieder zu testen. Ein Rebreak über die 472 hat dann auf der Oberseite weiteres Korrekturpotenzial. 517 erste Marke, 537, dann aber auch hier übergeordnet die Hochs von letzter Woche. Also um diese Zone hier geht es, 442, 472. Das ist so der Bereich, der heute interessant wird. Falls wir in diese Richtung gehen, falls wir vorher schon abdrehen, dann gilt natürlich nach unten hin, gelten die gleichen Szenarien, wie wenn wir hier oben hängen bleiben und dann einfach eine längere Wegstrecke zurücklegen. Also hier oben, das ist übergeordnet der wichtige Widerstandsbereich. Bleiben wir hier bereits hängen, um das aktuelle Tageshoch nach unten hin, das Szenario, was ich eben beschrieben habe. Kommen jetzt zum Eurostox. Auch hier im Daily ähnliches Bild wie im DAX, deswegen können wir uns das mal für den Moment sparen. Wir sind bereits hier, Sie sehen, aktuelle Tageshoch ist ein Ticken drunter. Das ist hier das Pendant vom DAX, die 442, 472. Im Eurostox ist es die 4183, 4191. Bleiben wir hier oben hängen, Blick nach unten, diese Niveaus, also POC von gestern, dieses Stundenlevel hier, das Stundentief von gestern Abend, die 4158, POC 4154 und dann Unterseite, also bleiben wir hier oben hängen oder respektive am aktuellen Tageshoch, dann geht der Blick runter in den Bereich 4139, 4128, also heißt hier oben Widerstand und unten Kursziel an diesem Unterstützungslevel 4139, 4128. Da ist natürlich das Tief für die 4128 wichtig. Halten wir das, dann geht der Blick erneut nach oben. Gehen wir da drunter, dann weiteres Level hier unten. Sie sehen das, einige Daily Lows hier in dem Bereich 4115, 4106. Die Oberseite kann man das 4183, 91er Level hier rebreaken, dann könnten wir hier eine Bodenformation sehen mit der Nackenzone, Nackenlinie hier. Dieser Bereich, Bruch nach oben, 4218, Sie sehen das hier nach diesem Abschlag hier von den Hochs, sehen wir die 4218, das war der POC vom Vortag, da haben wir auch gedreht, also das war auch ein Zeichen von nachhaltiger Angebotsdominanz hier. Ne? Also hier dieses Daily High an dem POC vom Vortag. Also wir haben hier den Abschlag gesehen. Moment, ich zeichne das nochmal frisch ein. Wir haben hier diesen Abschlag gesehen nach den Hochs hier oben im Bereich 56, 57.
Das war die Tagesbewegung und der nächste Tag hat halt am POC vom Vortag das Hoch gehabt an der 4218, spricht, weil hat für eine Angebotsdominanz, also für weitere Verkaufsinteressenten hier oben gesprochen und das haben wir dann auch entsprechend gesehen. Also 4183, 4191 Level hier auf der Upside, was uns interessiert, das ist die Make or Break im Eurostox. Ich komme jetzt zum Bund Future. Und hier der Blick auf den Daily. Wieso? Weil das hier absolut interessant ist oder wichtig ist. Wir sehen hier im Daily Chart, dass der Markt oben gedreht hat. An diesem Level, das ist die 130,14. Wir haben hier im Bereich 14,24 das markante Abbruchniveau gehabt hier aus dem Daily und da hat er oben auch gedreht. Also das war ein schönes Short-Setup, was wir hier entsprechend auch aufgegriffen haben. Und wir sehen hier, dass hier diese Marke, an der jetzt hier im Daily konsolidiert wird, auf der Unterseite 128,80. Ne, das sind hier einige Tagestiefs. Auch heute macht er da rum, ja. Wichtige Marke, da unten drunter ist viel Platz wieder in Richtung Kontakttiefs im Bund. Und das schauen wir jetzt auch in der Stunde an. Also um diese Marke wird hier gekämpft. Wir haben leichten Aufwärtsimpuls jetzt gesehen mit Zahlen aus England heute Morgen um 8. Ne? Schauen wir mal, ob das ein Rebreak hier an dieser 128,76 erfolgen kann und dann der Markt nach oben vielleicht doch wieder Wegstrecke zurücklegt. Also das ist hier dieser Bereich an dieser Unterstützungszone aus dem Daily Chart 76,85. Diese Unterstützungszone, kann der Bund diese verteidigen, dann geht der Blick nach oben, über der 92, dann hier 129,07 und dann 129,32. Die ersten Kursziele dann auf der Upside. Bricht die Marke, dann kommt spätestens unter der 128,53 weiter Druck mit Kurszielen dann nach der Downside 128,28, 128,16. Also wichtige Marke hier, das ist, kam gerade aus dem Tageschart hier relativ klar rüber, dass diese Zone hier um die 128,70, 128,80 gehalten werden sollte im Sinne der Bullen. Ansonsten, wie gesagt, droht nach unten nochmal ein Test der Tiefs im 126er Bereich. Das ist das Bild, wie gesagt, der Druck hier auf der Renditeseite, also das Renditen weiter steigen und entsprechend die Anleihekurse hier fallen, hält an, wird auch gestützt aus den USA und den Pendants da im T-Note und im T-Bond-Bereich. So, jetzt geht der Blick auf den S&P-Future, das ist hier so der vierte Kontakt, der für uns interessant ist. Auch am Vormittag, nicht nur am Nachmittag, wir sehen hier eine Konsolidierung, das ist der Stundenchart, der Daily, der gibt da wenig Aufschluss. Wir sehen da Konsolidierung, wir haben hier oben einen False Break gehabt, hier oberhalb dieses 4490er Niveaus, also 4419 hier die Marke auf der Oberseite. Wir sehen der Bereich um die 4410, der gestern verteidigt wurde, hier ein markantes Stundenlevel. Auf der Unterseite, was da interessant ist, und da sind wir gerade dran mit dem Daily Long, ein kleines Level, 4,393, 4,392 hier, dann da unten drunter dieses Setback-Tief, die 85, aber übergeordneter Bereich um die 77, der uns zunächst mal interessiert. Fallen wir da drunter im S&P, dann sind wichtige Ziele auf der Downside hier unten der Bereich 4,355, 4,357. Die Oberseite, wie gesagt, das muss hier rausgenommen werden, hier so grob die Zone, wo er gestern gehalten hat und wo er dann in den Vortagen auch gedreht hat, nach diesem False Break auf der Upside, ist hier diese Zone 4410 bis hoch auf die 4419. Das zum S&P Future und damit war es das auch jetzt zunächst mal, was die Marktbesprechung angeht. Mit dem Überblick machen dann hier gleich dann weiter ab 9 mit der Kommentierung, wie jeden Tag auch. Und allen Wichtigen, was, also wir kommentieren die Märkte, wie gesagt, anhand der Stundencharts und auch anhand der 3-Minuten-Charts. Und genau, damit geht es dann hier dann
mit der Börseneröffnung um 9 Uhr weiter. Wenn Sie Fragen, Anregungen haben, gerne hier in den Chat reinstellen. Genau, wenn ich das nicht sehe, dann, na, eigentlich müsste ich das hier sehen, genau, ich versuche es mal groß zu machen, dann wird mir das der Nelson, so jetzt habe ich das ja auch, genau. Genau, aber aktuell ist, sind noch keine Fragen. Ja, Nelson, nochmal. Ich sagte, aktuell sind keine Fragen im Chat. Genau. Ich sehe schöne Grüße hier von einem alten Bekannten hier, genau, Grüße zurück an den Ulf, genau, okay. Gut, wie gesagt, wir machen ab 9 Uhr dann gleich hier weiter, ne? Ja, alles klar.
Also wir haben noch knapp 3 Minuten hier bis zum Cash Open. Wie gesagt, die Squawkbox hier, die ist börsentäglich ab 8 Uhr auch als GoToWebinar, genau, so wie Sie das gewohnt sind, auch von FX Flat. Also wer da wirklich Interesse hat oder sich das mal anhören möchte, kostenlos, unverbindlich hier bei uns auf die Webseite gehen. Und sich da genau, also wenn Sie hier auf Traders Talk gehen, dann Squawkbox und hier einfach unter Traders Talk Premium das Ganze hier trial kosten für 2 Wochen dann einfach testen. Das läuft dann auch aus, also Sie kaufen sich da irgendwie nichts ein. Ja, die Squawkbox, die ist börsentäglich ab 8 Uhr bis 17 Uhr mit Charts, Marktkommentierung und allem, was wichtig ist hier für den Börsenhandel. So, dann schauen wir mal, was die Kurse so bringen. Wichtig wird ja sein, zunächst mal hier im Bund zu schauen, kann mir hier das Tief hier verteidigen, ja, in der Stunde, sprich den Bruch hier von der Vorstunde hier, den Rebreak machen über die 128,76, weil dann könnte dann nach oben ein bisschen was gehen, spätestens oberhalb der 128,92. Ja, ansonsten droht auf der Unterseite unterhalb des Tagestiefs weitere Abschläge, die dann spätestens unter der 128,53 dann sich verstärken werden. Ja. Also hier könnte ein False Break sein. False Break heißt hier an diesem Tief, dass er jetzt hier das Rebreak macht in der Stunde, dann auch die 92 vielleicht rausnimmt und oben dann Richtung Top zunächst mal von gestern läuft, 129,07. Hören wir überall Webinare, die bei uns parallel laufen, genau. So, oben, wie gesagt, im DAX die 363, 384 erstmal wichtig, ja. Und im Euroshoch sind wir schon einen Ticken weiter weg von den Hochs. So, wir haben Kasseöffnung. Ne? Wir sehen im Bund zunächst mal leichte Abschläge im DAX und im Eurostoxx. Wir sehen, der Bund hat wirklich das Rebreak geschafft über die 28,76. Deswegen ist diese Zone hier nach wie vor wichtig für uns. Ja? Und schauen wir mal, ob er jetzt hier was an der 92 macht, hier der Bund. Ne? An diesem, das ist das gestrige Tagestief, genau, die 128,92. Ne? Die ist nicht unwichtig jetzt hier auf der Upside. Kann er die rausnehmen? Kann er die brechen, dann Blick nach oben, Pock von gestern, 129,07 da. Aber das schauen wir uns dann auch an. Wir sehen, der DAX hat hier bereits ein erstes Kursziel auf der Unterseite erreicht. Wie gesagt, oben hängen geblieben am Tages des Stundenhoch, nicht Tageshoch. Diese 3,63, der Widerstandsbereich und hier ein erstes Kursziel um die 115.309 geprintet. Also das sieht man hier im DAX, erstes Level. Schauen wir, wie er hier reagiert, so die 0,809. Stunden tief, Stunden hochs hier. Na, wir sehen da eine Reaktion. Die Levels, die wir einzeichnen, da erhoffen wir uns oftmals eine Reaktion und sehen die hier jetzt auch im DAX an der 0809. Und auch der Bund klopft jetzt hier oben an, die am gestrigen Tagestief, die 128,92.
auch im Eurostoxx hier ein kleines Level, die 4158, ein Setback-Tief von gestern Abend, also um da mal jetzt den Eurostoxx nicht aus dem Blick zu haben, also 15.308,09 im DAX und die 4158 im Eurostoxx hier erstmal, die Marken, die verteidigt werden, ja, bunt bleibt oder ist an der am gestrigen Tagestief, die 128,92, da oben drüber könnte er sich noch weiter erholen. Wie gesagt, wichtig war jetzt zumindest mal im Sinne der Bullen, dass unten hier ein Rebreak, also nachdem er in der Stunde zwischen 7 und 8 unten unter diesem 128,76er Level geschlossen hat, dass wir jetzt das Rebreak gemacht haben, sprich drüber geschlossen haben und jetzt das gestrige Tagestief hier, die 128,92 penetrieren. Also gut zu sehen, die Reaktion im DAX an der 0809, also haben wir eigentlich ganz gut da unten getroffen, die Marke 4158 im Stocks, eine schöne Reaktion. Wir sehen der Bund an der 128,92 am gestrigen Tagestief, handelt er jetzt rum und was wir hier auch sehen ist, dass der S&P hier unten an der Unterstützung 92,93 erstmal abdreht. Nach oben hin haben wir oberhalb des aktuellen Blocks hier die 4399 Viertel, die Stundenhochs hier im S&P als mögliches Kursziel. So, DAX erholt sich weiter, Stocks erholt sich weiter, 4171 im Stocks auf der Oberseite und im DAX natürlich die 15.363, dann die Marke, die uns dann auf der Upside erstmal interessiert. Also überall eine schöne Reaktion zu sehen. Die unten an Levels, an Kurszielen, die wir hier eingezeichnet haben, 0809 im DAX, 4158 im Stocks, 92,93 hier im S&P und auch nach dem Rebreak hier im Bund, die 92 hier oben penetriert wird. Wenn Sie Fragen, Anregungen haben, gerne stellen hier im Skype-Chat, wenn Sie irgendwas nicht verstehen. Ansonsten ist natürlich hier die eine Stunde, die wir im Rahmen des gemeinsamen Webinars mit FX Flat haben, um hier nähere Einblicke zu bekommen, wo Sie sehen, oh, die S&P hat oben eben auch einen richtigen Satz gemacht, also S&P oben auch, nachdem er hier unten die Unterstützung gehalten hat, das Kursziel oben auch erstmal erreicht, die 4399, ja. Wir haben jetzt für diese Bewegung hier oftmals, sind da irgendwelche Nachrichten unterwegs. Wir haben jetzt hier nichts an News. So insbesondere so der Move im S&P, der ist schon überraschend. Ne? Hat einen richtig schönen Satz gemacht. Unten, ne, jetzt haben wir den DAX oben auch an dem Hoch dran, an der 4363. Also Unterkante, Ziel und Widerstandsband erstmal im DAX. Der fühlt da hier mal vor, sticht hier in dieses Widerstandsband auch rein. Wir sehen die Bewegung hier im S&P über diese Stundenhochs. Also hier sind erstmal Käufer unterwegs. Und auch der Bund mit dem Versuch, hier das gestrige Tagestief nach oben zu brechen, die 128,92 rauszunehmen. Ja.
Also wir sind hier, wie gesagt, im DAX seit Cash Open, aber auch im Eurostoxx fest. DAX an diesem kleinen Widerstandsband um das Tageshoch, die 384 dran, wie gesagt, dieses Widerstandsband, da schauen wir im kürzeren Timeframe hier auf M3 und gucken hier natürlich auch. Das gilt auch hier so lange als gehalten, solange wir nicht oben drüber schließen als im 3-Minuten-Chart. Natürlich dann, wenn dann die Stunde auch drüber drunter schließt, ist das natürlich ein verlässlicheres Signal als M3. Aber man kann natürlich oftmals nicht auf die Stunde warten, auf das Stundenclose. Also Käufe durch die Bank, ohne jetzt hier irgendwelche neuen News zu haben. Also mit Beginn der Kasse kommen hier erstmal Käufer rein, die getragen werden im DAX, im Eurostoxx, aber auch im S&P. Also hier gut zu sehen, dass wir vielleicht eine relative Stärke vom DAX zum Eurostoxx haben. Ja, DAX ist bereits am Widerstandsband dran, also am Ziel und Widerstandsband. Wieso? Immer wieder Ziel, weil unten die eine Unterstützungsmarke hier gehalten hat, die 0809, ja, und wir dann deswegen hier oben auch von Ziel und Widerstandsmarke sprechen. Ne, der Eurostoxx hat die hier oben erst im Bereich 4183, 4191. Bund Future kämpft nach wie vor um das gestrige Tagestief bei der 128,92. Also nochmal, wenn Sie Fragen, Anregungen haben, gerne hier stellen. Ansonsten kann ich nur empfehlen, uns bis zu 2 Wochen kostenlos und unverbindlich zu testen. Wie gesagt, wir sind jeden Tag börsentäglich oder jeden Börsentag unterwegs. Das Produkt hier auf traderstalk.de, das ist ja dieses Traderstalk Premium. Hier den Trial genau beginnen und sich hier einzutragen und dann werden Sie freigeschaltet. Wie gesagt, das ist auch ein Live-Do oder ein Go-To-Webinar, ähnlich wie Sie das gewohnt sind hier auch von den Webinars gemeinsam mit FXFlat oder generell die Webinars, die FXFlat auch anbietet. Genau, und dann können Sie sich ein besseres Bild dann hier von uns machen, was wir machen. Also wir gehen natürlich hier, wir versuchen den Markt und das zu kommentieren, was bei uns eigentlich auch so Vorbereitung ist. Also all die Charts, die Sie hier sehen, werden in der Regel von uns auch genutzt. Geben so die Einschätzung, wo wir unterstützen, wo wir Widerstände sehen, ja, und wie wir dann das Ganze auch ja, als gehalten oder gebrochen sehen, ja, was unsere Herangehensweise da ist.
Also wir sehen der Bund, während DAX hier am Widerstandsband oder im Widerstandsband sich aufhält, hier die Zone 4363, 4463, sehen wir, dass der Bund hier nicht über das gestrige Tagestief, die 128,92, drüber kommt. So, woher jetzt dieser Kaufimpuls kam, weiß man nicht. Also mit Beginn der Kasse kam zunächst mal ein bisschen Druck auf, Test von kleineren Levels auf der Downside, die 308,09 im DAX und die 4158 im Stocks. Schöner eigentlich war die Unterstützung im S&P, die unten getestet und gehalten hat. Sie sehen, dass der Bereich um das Tagestief im S&P, also hier die Zone, der kleine Bereich 4393, 4392. Wieso wir den S&P so auch am Vormittag mit reinnehmen, weil wir das als wichtig erachten. Generell ist die Herangehensweise hier bei uns, aber auch im institutionellen Bereich, dass wir Märkte im Kontext sehen, sprich den DAX immer in Kombination auch mit den Eurostoxx natürlich da gucken, okay, wo sind hier Levels, mal läuft der eine vor, mal der andere, da gibt es natürlich keine Bedienungsanleitung, ja, welcher Markt hier führt, ne? Mal ist es der DAX, mal der Eurostoxx. Wichtig ist natürlich, die beiden Märkte hier im Kontext zu betrachten, und da spielt auch der S&P auch oftmals am Vormittag mit eine wichtige Rolle. Von daher ist für uns der S&P Future auch am Vormittag wichtig. Na, hier unten wieder, das war so eigentlich von all drei Indizes das markanteste Level, das hier unten gehalten hat, die 93,92 im S&P, und dann jetzt entsprechend nach oben hier auch Wegstrecke und auch Potenzial oder das schöne Long Setup hier auch umgesetzt wurde mit Zielerreichung oben erstmal die 4399, dieses Horizontalniveau hier. Ne? Also hier unten Long Setup im S&P an dieser Unterstützung, und so sind auch diese Levels zu verstehen. Also Widerstände, solange sie halten, so wie hier im DAX, da, die gelten als so lange als gehalten, solange sie nicht gebrochen werden in dem 3 und auch in der Stunde. Und das sind dann entsprechende Short Setups hier, genauso wie ein Long Setup hier unten an der Unterstützung im S&P. Hier im DAX zu sehen, dass der hier oben erstmal nicht weiterkommt. Wir sehen leichte Dochte auf der Oberseite hier in M3. Ne, sowieso im DAX eine Outperformance, eine relative Stärke zum Eurostoxx. Von daher spricht das hier oder könnte hier die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es hier oben erstmal schwierig wird, weiterzukommen im DAX.
wie sowas gehandelt wird, ja, wie Sie sowas handeln, das erfahren Sie hier im, bei uns am Floor, auf dem Floor im, im Handelsbüro, wie man an diesen Zonen agieren kann. Da hat jeder natürlich so eine andere Vorgehensweise, aber entweder im Rahmen von Workshops, die wir hier durchführen, und oder auch das, was hier unsere Mentoren und Coaches hier an Inhalten vermitteln. Genau, also wenn Sie da näheren Einblick haben wollen, wie man sowas handelt an diesen Zonen, besuchen Sie hier unsere Webseite, genau da. Und da können Sie auch überall mal reinschnuppern, ja, ob es jetzt im S&P-Handel ist, das ist der Kollege Paris, der das macht, oder hier DAX, Eurostox, Bund, Bobl und auch S&P, wie man Einstiege hier bekommt. Ja, also wir sehen hier, Markt konsolidiert, DAX oben, der Eurostox hat es nicht ganz hoch geschafft. S&P auch hier an diesem 4,399er Niveau an dem Kursziel. Und im Bund sehen wir auch jetzt keine größeren Impulse. Wie gesagt, der ist oben abgeprallt am gestrigen Tagestief an der 128,92. Hat vorher das Rebreak gemacht hier. Nachdem die Stunde drunter geschlossen hat, haben wir dann wieder über der 128,76 geschlossen. Kann aber die erste Hürde nach oben nicht rausnehmen. Also hier bleibt es im Bund übergeordnet. Druck im Markt. Renditen hoch und Anleihekurse nach wie vor unter Druck. Also wir fassen mal ganz kurz zusammen. Ne? DAX schafft es nicht ans Tageshoch, das ist die 384. Im Eurostox ist es die 4182, also ein Ticken unterhalb des gestrigen Daily Highs. Also hier oben im Eurostox die übergeordnet wichtige Marke, die 8391. Ja, vielleicht kann man ja auch natürlich auch das heutige Hoch mit reinnehmen, also 8291. Das ist so die Make or Break im Stocks. Im DAX wäre das Make or Break weiter oben, weil da von der Konstellation Daily Levels, also Daily Highs oder markante Lows hier im Bereich 15.000, ich mache es mal ganz kurz groß hier in der Stunde, um das mal zu verdeutlichen, nochmal hier für all diejenigen, die vielleicht ein bisschen später hinzugekommen sind. Also unten an diesem Stundenlevel ist er eng geblieben, hat gedreht der DAX 308, 309. Eine kleine Unterstützung, die er bereits gehalten hat, und jetzt bleibt er hier am ersten kleinen Ziel- und Widerstandsband hängen. Da oben drüber, schafft er es da drüber, dann hat er Potenzial, und das ist so die Make-or-Break im DAX. Diese Zone, die 442, 472. In S&P die kleinere Hürde hier, die
4399, diese Stunden heißt, hab drüber geschaut, fällt hier gab wieder oder Handel gab wieder drunter und den Bund eigentlich nach wie vor alles wie gehabt, sprich, kann er das hier verteidigen nach dem Fallsback der 2876? Muss er die 92 im Sinne der Bullen rausnehmen, um dann weiter sich zu erholen? Ja. Ansonsten war das hier nur ein kurzes Strohfeuer mit Setback und bereits hier hängen bleiben an der 128,92 am gestrigen Tagestief im Bund. Was hier versucht wird, ist wirklich mit den Zonen, die wir für wichtig erachten, die zu identifizieren, einzuzeichnen und da auch zu gucken, wie dann die Marktreaktion ist. Ja, das ist jetzt Zonen, die ergeben sich in der Regel so aus markanten Tages- und Stundenlevels. Da spielen natürlich Volumengeschichten mit rein, Box vielleicht mal das eine andere Fibo-Level, aber größtenteils ist es halt die Erfahrung von uns, über all die Jahre oder Jahrzehnte, die so zusammengekommen ist, und da ist einiges da, wo wir dann sehen oder denken zu sehen, Bereiche, die wir als wichtig erachten, wo dann eine entsprechende Marktreaktion im Sinne Widerstandes oder Unterstützung zu sehen ist. Also heute waren es im DAX unten die 308, 309, die erstmal gehalten hat. Und hier oben ja der kleine Widerstandsbereich, an dem wir zumindest mal eine Marktreaktion sehen. Im Bund unten, klar, die 28,76, dieses Daily Low nach dem Rebreak und das gestrige Tagestief, die 92, über die der Markt jetzt erstmal nicht drüber kommt. Also wir schauen oder versuchen hier Zonen zu identifizieren, wo es, wo wir agieren, wo wir eine entsprechende Reaktion sehen wollen. Ja. Die roten Zonen sind Widerstandszonen. Ja, da, solange die halten, natürlich hier der Fokus eigentlich auf entsprechende Short-Setups und entsprechend bei grünen Unterstützungszonen natürlich dann fokussieren wir, solange die halten. Und halten heißt nicht gebrochen werden in M3. Ich wiederhole mich jetzt, kein Schluss drüber. Also wenn wir nicht über die 384 gehen und darüber schließen, gilt diese Zone nach wie vor als Widerstandszone. Und solange fokussieren wir in erster Linie auch auf mögliche Short-Setups. Ja. Also generell die Herangehensweise, Zonen sind erstmal da und wir gehen als Default davon aus, dass diese Zone auch erstmal halten und wir dann erstmal eine Gegenreaktion sehen. Bis zum Beweis des Gegenteils natürlich. Ja. Ja, wie der Kollege auch schon sagt, also Volumina sind absolut überschaubar. Wir schauen uns das mal im DAX an. Also für uns Volumen hier unten eingezeichnet. Dieses schwarze horizontale Niveau, was wir unten sehen, die 900 Kontrakte für 3-Minuten-Charts,
ist eigentlich ein guter Indikator. Wir sehen in der Eröffnungskandel um 9 Uhr, also diese erste M3-Kerze mit gutem Volumen drüber. Seitdem handeln wir drunter mit abnehmender Tendenz. Also von daher bisher kein großes, keine mehr Interesse hier irgendwas zu machen im Markt. Ja, worauf wartet man? Vielleicht ZTW-Zahlen heute Vormittag um 11 oder dann am Nachmittag, nee, wir haben über Mittag natürlich jetzt die Berichtssaison, die weitergeht heute aus den USA. Den entsprechenden Überblick, den hat der Nelson noch eingestellt hier in den Webinar-Chat. Also wir haben hier, wie gesagt, heute Berichtssaison, Quartalszahlen, drittes Quartal USA, die weitergehen. Das sind hier diese Zahlen, Bank of America und Goldman Sachs. Wenn Sie möchten und da auch dabei sein wollen, ja, ob das einen Impact hat, dann können Sie sich gerne dann bei uns einloggen, das Trial da über 14 Tage nutzen. Und dann werden Sie auch entsprechend hier die Prognosen hier nochmal mitbekommen, womit da gerechnet wird. Und wenn dann die Zahlen veröffentlicht werden, auch die entsprechende Marktreaktion, falls es da eine gibt. Und auf die hofft man dann natürlich auch. Bei ZTW um 11 Uhr, das ist der erste Indikator um 11 Uhr, das bringen wir hier natürlich auch mit der entsprechenden Vorbereitung auch in Analyse und dann am Nachmittag Einzelhandelsumsatz USA, also sogenannte Retail Sales und dann Industrieproduktion mit Kapazitätsauslastung. Das sind so die Konjunkturdaten, die heute anstehen. So, jetzt sehen wir auch eine kleinere Reaktion im DAX. Wie gesagt, oben Ziel- und Widerstandsbereich wird erstmal verteidigt. Auch der S&P oben hier an der 4399 mit dem Rebreak. Sie sehen, da drunter wieder gefallen und seitdem auch erstmal eher mal den Rückwärtsgang eingelegt. Wir haben jetzt 9.30 Uhr, genau damit sind wir eigentlich hier auch im Rahmen des Webinars mit FX Flat jetzt hier auch durch. Nelson, ich weiß nicht genau, ich habe hier im Moment nochmal eine Frage von einem Teilnehmer, Mango, handelst du den DAX Short? Wenn er die 3-Minuten-Kerzen bricht, gut, jetzt so, hier oben ist ja erstmal, er bricht ja nicht. Ne? Das ist ja dieses Widerstandsband hier, 63 bis hoch auf die 3,84, 3,63, 3,84. Solange er nicht drüber schließt in M3, gilt dieser Widerstand als gehalten und da fokussiert man in erster Linie natürlich auf Short-Setups. Wie sowas gehandelt wird, wie gesagt, das ist natürlich A, nicht Gegenstand hier des das Workbox, sondern das erfahrt ihr hier bei Workshops, die bei uns hier stattfinden, im Handelsbüro in Frankfurt und oder auch bei dem einen oder anderen Webinar oder Coachings, was unsere Kollegen hier veranstalten. Genau, der Sergei macht sowas mit seinen Mentees ja, wie man solche Zonen hier handelt, ne, wo man da Einstiege hat. Aber da finden Sie auch entsprechende Infos bei uns auf der Webseite und auch ganz viele Videos auf YouTube auf unserem Kanal, wie sowas gehandelt werden kann. Und wenn darüber hinaus Interesse besteht, wie gesagt, ob es jetzt hier die Squawkbox ist, bei uns auf die Webseite gehen, einmal die Squawkbox hier unten testen, kostenlos oder und unverbindlich und oder auch hier dann die anderen Dienste hier, ob es Coachings und Mentoring sind hier von unserem Kollegen, dem Sergei Wolf oder unserem Partner, dem Sven Beckmann, da uns gerne anschreiben oder hier einfach dann, genau, einfach mal Kontakte klicken und sich da registrieren und überall kostenlos und unverbindlich reinschnuppern. Also das ist es von meiner Seite aus. Ich hoffe, das ist jetzt soweit okay gewesen hier für den Teilnehmer Heinz. Meine Erklärung, was den DAX angeht. Ansonsten sehen wir, dass der Bund nach wie vor unten verteidigt. Ne? Also die Unterstützung gilt jetzt nach dem Break, False Break auf der Unterseite, wieder als verteidigt. Die 92 kann er noch nicht nachhaltig rausnehmen. Damit will ich mich so langsam jetzt verabschieden hier aus dem Links. Es sei denn, Nelson, du hast natürlich das Schlusswort. Hast du sonst noch irgendwas? Ich sehe nichts mehr so an Fragen. Nein, alles gut. War alles verständlich. Vielen, vielen Dank für das Webinar heute und das geht ja hier mit uns zusammen ja nochmal in 2 Wochen weiter. Genau, super, wunderbar. Dann bedanke ich mich auch hier für das Interesse und das
mitmachen, auch die Kommentare jetzt hier im Webinar-Chat. Wie gesagt, bei uns gibt jetzt das parallele Webinar sowieso jetzt im vollen Gange. Wer weitermachen möchte, gerne traderstalk.de sich dafür registrieren, und es geht auch relativ schnell, dass wir dann einen Zugang bekommen hier für unsere börsentägliche Webinare von 8 Uhr bis 17 Uhr. Danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Schauen Sie sich das in Ruhe mal an. Das Angebot lohnt sich. Und ansonsten viel Erfolg heute, viel Erfolg die Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Teilnahme. Tschüss.